Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie bei Schmelzkäse sofort an die kleinen Dreiecke in der runden Schachtel denken, so ist das zwar nicht falsch, aber auch nicht mehr ganz aktuell. Die moderne Schmelzkäseherstellung beschränkt sich nämlich seit langem nicht auf die beliebten Schachtelkäse, sondern stellt uns ein breites Angebot an Schmelzkäse-Scheiben zur Verfügung. Die Herkunft ist allerdings gleich geblieben. Gute Schweizer Käse wie Emmentaler, Gräserzer, Appenzeller und andere bekannte Sorten, die man mit neuester Technik schmelzen und zu hauchdünnen Scheiben presst oder formt. Mit ihrem feinen Geschmack und dem idealen Schmelzpunkt sind die Schmelzkässcheiben sehr vielseitig und praktisch in der Verwendung und eignet sich darum bestens zum Belegen von Toast oder Brot, zum Überschmelzen von Gemüse oder anderen Zutaten, zum Zubereiten von schnellen Gerichten und weil sie einzeln verpackt und unkühlt haltbar sind, sind sie ebenso beliebt als Vorrat wie als Proviant unterwegs und auf Reisen. Schmelzkässcheiben lassen der Fantasie bei der Zubereitung praktisch jede Möglichkeit offen. Einmal schauen, mit was das Armin Amrain seine Fantasie beflügelt worden ist. Grüezi miteinander. Von mir erwarten wir ja eher ein bisschen ungewohnte Rezepte. Mein Vorschlag ist darum heute eine Polenta-Pizza mit einer Schmelzkässcheibe überbacken. 3 Dezibel Milch mit 20 Gramm Anken aufkochen. Mit Salz und Pfeffer aus der Mülle und wenig Muskatnuss würzen. 70 Gramm Mais einrieseln und aufkochen. Nach etwa 10 Minuten abrühren, rausnehmen und etwas auskühlen. Dann eine Mischung aus Schlagrahm und fein geriebenem Gräserzen drunter heben und auf Teller verteilen. Gehackte Schalotten und Knoblauch im Olivenöl glasig dämpfen. Die geschälten und entkernten Tomatenwürfel dazugeben. Mit Weisswein ablöschen und dickflüssig einköcheln. Mit fein geschnittenem Basilikum, Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt die Tomatensauce auf der Polenta anrichten, mit den Gräserzen Schmelzkässcheiben belecken und im Ofen überbacken. Das Rezept für die Polenta-Pizza können Sie ab sofort nachschauen auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Der Armin Amrain mit seiner Polenta-Pizza. 7 verschiedene Sorten Schmelzkässcheiben kommen Sie über bei Coop. Für jeden Tag langt es also für mindestens eine schmelzende Idee. Glänzende Tage stehen Ihnen bevor mit dem neuen Pantene Pro Vital. Winter kann viel Spaß machen, aber durch den ständigen Wechsel vom Kalten ins Warme fühlt sich das Haar trocken und stumpf an. Dagegen hilft das neue Pantene Provi mit Provitamin B5 in der neuen Formel. Von der Wurzel an verbessert sie die Oberflächenstruktur des Haares bis in die Spitzen. Ihr Haar sieht glänzend aus und fühlt sich gesund an, auch im Winter. Das neue Pantene Provi, haargenau richtig im Winter. Mit einer Coop-Exklusivität, einem rein pflanzlichen Burger aus Getreide und Gemüse, geht es jetzt weiter. Dieser Burger schmeckt, denn er ist aus Getreide und Gemüse. Am besten wird er mit Salat serviert, nachdem er 10 Minuten ohne Fett gebraten hat. Den Burger Vegetal gibt es in 4 Sorten von Bär, exklusiv bei Coop. Burger Vegetal ist stark und macht stark. Überall und jederzeit erreichbar ist man ganz klar mit einem Handy. Wer noch keins hat, sich aber mit der Anschaffung von dem trendigen und fast schon unentbehrlichen Begleiter beschäftigt, der sollte ein Angebot von Radio TV Steiner mit in die Auswahl einbeziehen. Das Snattel D TQG 400 von Sharp passt in jede Tasche und kostet nur 690 Franken. Und mit dem super Angebot von Radio TV Steiner bin ich bereits bei den Aktionen angekommen. Zum Verschenken, warum auch nicht einmal sich selber, gibt es den hübschen Valentinstrauß für nur 13,90. Und 6 Dosen mit Sweetcorn kostet nur 4,50. Ein Haras Coca-Cola oder Coca-Cola Light nur 8,60. Jogginganzüge für Kids und Juniors offerieren wir Ihnen in diversen Modellen. Je 19 Franken die für Kids und je 25 Franken die für Juniors. Und da noch der Preisabschlag. 250 Gramm getrocknete Pflaumen von Sunray kostet nur noch 1,90. Und falls Sie trotz dem Rezept von Armin Amrain keine Lust auf Kässcheiben verspüren, schauen Sie doch morgen mal schnell ins Coop-Restaurant rein. Dort steht unter anderem ein Pastetli mit Pommes frites und Erbsli für nur 9 Franken auf der Karte. Mit diesen Angeboten bin ich schon fast am Schluss für heute. Ein Hinweis möchte ich aber doch noch schnell loswerden. Auf den Valentinstag haben unsere Floristinnen einen hübschen Frühlingsstrauß zusammengestellt. Und das zu einem einmalig günstigen Preis, weil Freundschaft ja zwar kostbar ist, aber wegen dem nicht unbedingt muss teuer sein. Das wäre schon wieder gewesen. Danke, dass Sie zugeschaut haben und auf Wiedersehen.